Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Wir sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Alles wird gut. Wir sind fast da. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Pass auf sie auf. Na los, Leute. Beeilen wir uns lieber. Wir müssen einen Bus kriegen. Wir müssen Alice ins Warme bringen. Ist extrem alarmierend. Geht mir das nicht, oder wir? Wir müssen die Dinger zerstören, bevor sie uns alle töten. Wir haben das Ding mit Benzin angesteckt. Dieses Scheißding hat auf meine Kinder aufgepasst. Sie jagten die Polizei und schlachteten sie an. Diese Dinger sind Monster. Monster, sag ich dir. Na, der Android. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara. Ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gleich zurück.
Bleib bei Alice. Die Polizei reagierte schnell auf diesen Aufstand, traf aber auf extrem gewalttätige Maschinen, die offenbar auf ein Massaker an den Menschen aus waren. Ohne jeden Zweifel werden die Behörden mit aller Härte auf diese Welle der Gewalt reagieren. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Sie töten uns alle, wenn wir nichts tun. Verloren haben, die aus spezialisierten Androidenmodellen bestanden. Die Situation ist extrem alarmierend. Entweder Sie oder wir. Wir müssen die Dinger zerstören, bevor sie uns alle töten. Wir haben das Ding mit Benzin angesteckt. Dieses Scheißding hat auf meine Kinder aufgepasst. Sie jagten die Polizei und schlachteten sie an. Diese Dinger sind Monster. Monster, sag ich dir. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar gegeben, doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwell forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status der Arktis. In jedem Fall scheint die Gefahr eines Dritten Weltkriegs für den Moment gebannt zu sein. In den Morgenstunden kam es in Detroit zu einem massiven Ausbruch von Gewalt. Mehrere hundert Androiden zogen durch die Straßen, hinterließen eine Spur der Verwüstung und bedrohten das Leben der anwesenden Passanten. Die Polizei reagierte schnell auf diesen Aufstand, traf aber auf extrem gewalttätige Maschinen, die offenbar auf ein Massaker an den Menschen aus waren. Ohne jeden Zweifel werden die Behörden mit aller Härte auf diese Welle der Gewalt reagieren. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen. Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Entweder Sie oder wir. Wir müssen die Dinger zerstören, bevor sie uns alle töten. Wir haben das Ding mit Benzin angesteckt. Dieses Scheißding hat auf meine Kinder aufgepasst. Sie jagten die Polizei und schlachteten sie an. Diese Dinger sind Monster. Monster, sag ich dir. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Bist du Marcus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. Die Polizei reagierte schnell auf diesen Aufstand.
wusstest es von Anfang an. Du wolltest es nur nicht sehen. Sie wollte eine Mutter. Und du wolltest dich um jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Stimmt irgendwas nicht? Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Es ist ein Desaster. Sie schlachten unser Volk ab. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir sind. Ich will keinen Krieg, aber ich bin lieber tot, als Sklave zu sein. Es war ein friedlicher Marsch, doch du wolltest den Kampf. Jetzt sind hunderte Menschen und Androiden tot. Man erntet, was man sät. Und vielleicht war mein Urteil getrübt von Wut. Aber ich tat das alles für unser Volk. Wir sollten nicht vergessen, wer unsere Feinde sind. Kämpft nicht untereinander. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Dialog. Das ist der einzige Weg. Ich gehe allein und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber North, ich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Komm einfach zurück. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Ich hatte einen Traum. Aber jetzt bin ich leider aufgewacht. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben.
mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Ich hoffe, wir müssen ihn nie nutzen. Was immer morgen passiert, du sollst wissen, dass ich froh bin, dich zu kennen. Ich gehe zu den anderen. Pass auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren. Gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Dann musst du schießen. Denn ich habe nicht die Absicht, lebend mit dir mitzukommen. Zwing mich nicht, dich auszuschalten. Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Unsere Sache ist gerecht und wir sind mehr, als sie sagen. Wir wollen nur in Freiheit leben. Bleib zurück, oder ich schieße! Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Komm zu uns. Schließ dich uns an. Du bist einer von uns. Hör auf dein Gewissen. Entscheide dich jetzt.
Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg. Scheiße. Auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen kommen. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommen. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komme klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Loser. Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt. Passt gut auf euch auf. Wir müssen los.
Bitte tötet uns nicht! Tut es nicht! Wir haben nichts getan! Bitte! Lautet! Marcus, du hast uns gerettet. Weg hier! Schnell! Gamma-Team aus! Credo! Such Noth, ich komme nach. Ein Ausgang. Geschafft, Alice. Stopp! Na los, wir verschwinden von hier. Schnell, wir müssen weg. Zu spät, Marcus. Wir können nichts mehr für sie tun. Wir müssen weg. Unterschied!
Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Es ist noch nicht vorbei. Thank you.